Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft PS4 Edition. Hier im wunderschönen Goldarion, in dem es keine Melonen gibt. Nein. Leider hat sich herausgestellt, dass das Dorf, das Sunny D gefunden hatte, für mich, leider das ist, was ich schon kannte, und die Dorfbewohner da ticken leider nicht so wie geplant. Deswegen bleibt jetzt entweder nur eins übrig, weitersuchen. Oder eventuell unter der Erde weitersuchen. Ja, oder aufgeben. Und ich vergesse das mit den Melons. Ach, wundert euch nicht, warum der Dschungel hier so aussieht. Ich hatte meinen Frust am Dschungel einfach ausgelassen mit einem Feuerzeug. Tut mir leid. Aber was genug ist, ist genug. Das musste ja auch mal sein. Also schön. Ich hatte mir überlegt, einfach nochmal nach einem NPC-Dorf zu suchen. Weil die Welt ist ja riesig. So ist es ja nicht. Es muss hier ja wohl noch mehr geben. Also mehr NPC-Dörfer, meine ich. Zu essen hatte ich ja jetzt genug dabei. Und das heißt, wir können uns jetzt auf die Suche machen. Wenn nicht, schlachte ich schnell nochmal ein bisschen Futter, dass ich auch ein bisschen was habe. Na? Inventar voll oder was? Heiwallig. Ach so, deswegen. Oha. Dann nehme ich doch lieber gleich mal das Futter wieder mit. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal schnurstracks in diese Richtung. Da ist ein Schimmel. Für alle, die es nicht wissen, ein Schimmel ist ein weißes Pferd. Die heißen wirklich so, Schimmel. Und ein Rappe ist ein schwarzes Pferd. So. So viel zur Allgemeinbildung heute. Dabei können wir es ja jetzt belassen. Was ist denn da hinten? Eine Pilzinsel. Ah. Ist ja interessant. Aber auf der Pilzinsel gibt es auch nichts. Hier sind die schönen grünen Wiesen, die ich sonst immer gesucht habe. Das ist echt ein Witz, ist das. Weißt du, hier, da ist es. Aber nee. Oh Mann, ey. Ich muss mal kurz ein bisschen Krams aus meinem Inventar rauspfeffern, was ich absolut nicht brauche. Ja gut, das behalten wir mal. Ah, da ist eine Höhle. Ah, kurz was futtern. Der Dschungel da überstreckt sich ja über Meilen. So wie ich das sehe. Aber ein NPC-Dorf sehe ich hier nicht. Wie gesagt, wir gucken einfach mal, dass ich entweder noch ein NPC-Dorf finde, was nicht schlecht wäre. Vorne ist Kürbis, oder? Nee, ist Kakao. Dass ich entweder noch ein NPC-Dorf finde, oder halt durch Glück jetzt auch hier im Dschungel eventuell. Wow. Spitzhacken hätte ich dabei. Ach, ja, mal einen kurzen Abstecher. Kann man ja. Oh, du blödes Wasser, du. Ruhe. Mensch, wo kommt das denn immer als du her? Ah, hier war's. Ah, ja. Da ist Eisen. Hä, willst du mich verarschen? Hier ist Sackgasse, okay. Da ist Eisen. Eisen ist schon mal gut. Ich bin ganz mutig. Wir gehen jetzt einfach mal hier in diese Höhle rein. Und ich hoffe erstens, dass ich ein bisschen Kohle finde auf dem Weg. Eisen schon wieder. Erstens, dass ich ein bisschen Kohle finde. Das Eisen können wir allerdings auch gebrauchen. Nee, und vielleicht mit ganz, ganz viel Glück finden wir einen Monster-Spawner. Weil bei einem Monster-Spawner sind wieder Kisten und da ist die Chance wieder größer, dass wir Dingskirchen. Ja, genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Nee. Dass wir ja, Melonsamen finden. So. Mensch.
Das hoffe ich zumindest. Habe ich noch Holz dabei? Ja, Gott sei Dank. Das wäre jetzt die Krönung gewesen. Ah ja, da geht's weiter. Na toll, da geht's ja wieder raus. Ah. Oder auch nicht. Wie gesagt, die Kohle kann ich gut gebrauchen, deswegen nehme ich sie mal mit. Den Kies kann ich eigentlich überhaupt nicht gebrauchen, aber ich nehme halt. Ich baue ihn halt trotzdem ab, weil er halt gerade im Weg ist. So. Die Kohle ist wichtig, weil wir werden wahrscheinlich eine Menge Fackeln brauchen, wenn wir eine Zeit lang hier in der Höhle bleiben. Und außerdem muss ich irgendwann auch dann wieder was zu futtern herstellen. Ich hoffe einfach, dass ich noch einen Monster-Spawner finde oder so. Das ist jetzt so ziemlich die letzte Chance, überhaupt Melonen zu bekommen. Durch gut Glück jetzt so ein Ding zu finden. Hier ist irgendwie Sackgasse über Sackgasse. Da ist noch Eisen. Eisen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich nehme es trotzdem mal mit. Vielleicht müssen wir noch ein, zwei Spitzhacken haben. Ah! Scheiße. Boah, das war knapp. Die Rüstung? Ja, ein bisschen hält sie noch. Guck mal einmal nach oben. Gibt's denn sowas? So. Ich weiß nicht genau, oben rum, unten rum ist, glaube ich, relativ Banane. Boah. Da, wo das Monster herkam, da gehen wir überhaupt mal hin. Okay, also die Höhle scheint doch recht groß zu sein. Da oben leuchtet's. Oder... Ach du heilige Kacke. Na, leck mich fett. Das ist jetzt ein bisschen ungut. Jetzt weiß ich nämlich ehrlich gesagt nicht, in welche Richtung ich gehen soll. So, erstmal absichern, dass da erstmal kurzzeitig nichts kommt. Schade, dass es kein Radar gibt oder so, wo einen so ein bisschen anzeigen würde, wo in der Nähe eventuell ein paar Monster-Spawner wären. Das wäre doch mal die Krönung. Das wäre ein Highlight, das würde ich feiern. Wären wir mal alle glücklich. Verschwindet das Wasser mal? Gut. Ja, Fackeln haben wir ja. Kohle findet man auch. Es ist ja alles schön und gut. Ich hoffe. Volltreffer hätte ich gesagt. Das Problem ist, dass kein Weg hier irgendwie da lang geht, wo der andere Weg aufhört. Das ist immer diese verzwickten Höhlen, aber das muss man einfach auf gut Glück machen. Ich meine, ich habe jetzt Glück gehabt, dass ich überhaupt so eine große Höhle erwischt habe. Ich hätte auch wieder so eine Ranzniete erwischen können. Ich höre Schleim. Nur wo? Das klingt so ein bisschen aus dieser Richtung. Es kommt näher. Immer noch irgendwo über mir. Da guck mal gleich mal nach. Es muss irgendwo direkt über uns. Ah, Scheiße. Ja. Aha, Eisen. Ich höre ihn die ganze Zeit über mir rumhüpfen. Ich weiß noch nicht, wo er ist. Müssen wir uns nur einen Weg suchen, wie wir da hochkommen.
probiere es mal hier rum. Immer noch Lava. So nett. So schön, noch zwei Reihen weiter rüber. Aber hier klingt es nach vielen Zombies. Ich glaube, wir haben da was entdeckt. Ich glaube, wir könnten da was auf der Spur sein. Nerv mich, Kies. Ich sehe gerade nichts. Ah. Okay, wir sind jetzt irgendwie über der Lavagrube. Müssen wir ja nur noch irgendwie die Höhle finden, wo es gerade so schön gedingst. Habe ich noch meinen Wassereimer dabei? Ja! Mein Wassereimer habe ich noch dabei. Na also. So geht sich die Sache doch schon ein bisschen besser an. So, jetzt hauen wir uns noch einen Schnitzel rein und dann gucken wir mal nach. So. Immer noch über uns. Irgendwo aus der Richtung. Mensch, wo kann denn diese Höhle nur sein? Ich hör's doch die ganze Zeit. Ich sehe nichts, aber ich höre jetzt auch nichts mehr. Ich höre keinen Schleim mehr hier rumspringen, nichts. Das gibt's doch nicht. Klingt ganz nah. Und jetzt ist das Geräusch wieder weg. Das gibt's doch nicht. Die schreit, die treiben doch Schildluder hier mit mir. Das gibt's doch nicht. Hört man das Geräusch, dann wieder nicht. So. Ich probiere es jetzt einfach mal in diese Richtung. Halt leider auch nicht ganz orten. Irgendwie tue ich mir da gerade ein bisschen schwer. Muss doch die Dia-Spitzhacke mitnehmen. Muss mir bald mal einen Ofen machen. Jetzt gar keinen Platz mehr, oder was? Boah, das gibt's doch nicht. So. Ob wir diesen Slime jemals finden und vielleicht ist da ein Monster-Spawner. Ja, das erfahren wir wohl erst in der nächsten Folge. Also bis dahin, macht's gut. Ciao.